Hallo Leute, anlässlich der morgigen bayerischen Landtagswahl dachte ich, dass es ganz interessant, vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam sein könnte, wenn wir uns dazu heute kurz austauschen, sofern Juna mir das erlaubt. Weg da! Denn ihr habt es alle mitbekommen, morgen wird in Bayern gewählt und im Vorfeld dazu ist ja einiges passiert in den letzten Tagen, in den letzten Wochen und vieles davon war so lächerlich, dass wir uns da unbedingt drüber austauschen müssen. Ich denke, ihr habt meinen Post gesehen vor einigen Tagen, das Pfannkuchengate. Ob man es glaubt oder nicht, ein bayerischer Bäcker hat sich eine, wie ich finde, sehr schöne Aktion zur Landtagswahl ausgedacht. Er hat nämlich Pfannkuchen, Berliner Krapfen, wie auch immer ihr die ganzen Gebäckstücke nun nennen wollt, gebacken und mit den Schriftzügen der großen antretenden Parteien versehen. Ich finde, das ist eine echt süße Idee und es war auch so, dass tatsächlich jede große Partei einen Schriftzug hatte und man als Konsument, als Kunde die freie Wahl hatte, welchen Pfannkuchen man kaufen will. So, nun hat der Bäcker natürlich auch Pfannkuchen mit AfD-Schriftzug angeboten. Finde ich absolut legitim. Große Partei, zweitstärkste Kraft, sollte einen Pfannkuchen erhalten. Das hat einige Kunden so sehr in Rage gebracht, aufgeregt, dass sie kurzerhand einen Shitstorm gegen diesen Bäcker losgetreten haben. Die haben wohl irgendwo bei Facebook massiv gegen diesen Bäcker gehetzt, ihm wohl auch teilweise gedroht, dass er keine Kunden mehr bekommt, wenn er nicht aufhört, AfD-Pfannkuchen zu verkaufen. Ich selber habe es natürlich nur aus den Presseberichten darüber erfahren. Ich habe leider keine direkten Konfrontationen gesehen zwischen diesen Kunden, also Kunden will ich es eigentlich nicht nennen, und dem Bäcker. Allerdings muss da wohl einiges abgegangen sein, so wie man das gelesen hat. Und da kam ich mir tatsächlich vor, wie in irgendeiner schlechten Komödie. Also, dass Leute tatsächlich die Dreistigkeit haben, einen Bäcker öffentlich, eine Hetzjagd auf einen Bäcker zu veranstalten, weil er Pfannkuchen verkauft, wo der Schriftzug einer ja demokratisch gewählten Partei, die zur Landtagswahl antritt, drauf ist. Statt diese Leute sich einfach einen Pfannkuchen mit grünen Schriftzug kaufen, den da in Ruhe futtern und die Klappe halten, wäre sinnvoller. Aber nee, wenn sie keinen AfD-Pfannkuchen kaufen wollen, dann darf auch kein anderer einen essen. Weil das ist irgendwie grüne Logik, das ist Freiheit, das ist Selbstbestimmung und das müssen alle gefälligst genauso sehen. Ich sehe gerade ein Dutzend Bitte. Ich persönlich hätte auch welche gekauft, einfach weil ich es cool finde. Das ist eine mega schöne Aktion, sollten viel mehr machen und das war ja nun auch tatsächlich anlassgebunden. Da steht eine Wahl an, der Bäcker will da irgendwie ein bisschen das aufgreifen thematisch und hat ja nun nicht für eine Partei geworben. Da gab es ja wie gesagt alle zur Auswahl. Und dass man sich dann darüber aufregt, also nie, da muss man schon ganz schön sein. Wir hatten in den letzten Tagen noch ein zweites Essensskandal. Das hat jetzt nichts direkt mit Bayern zu tun. Ihr habt es aber vielleicht mitbekommen. Frau Klöckner von der CDU möchte, dass Fertigpizzen kleiner werden. Kein Scherz. Die gute Frau ist der Meinung, dass eine Fertigpizza gesünder wird, wenn sie kleiner ist. Wie genau sie sich das zurechtrechnet, das weiß ich nicht. Also klar, weniger Pizza, weniger Kalorien, aber deswegen wird es nicht gesünder. Und wenn man bedenkt, dass man von Fertigpizzen in der Regel sowieso schon nicht unbedingt satt wird. Gut, ihr müsst wissen, ich bin super verfressen und wenn ich eine Fertigpizza mir reingezogen habe, dann folgt danach eine Tafel Schokolade. Ich glaube, das geht einigen von euch ganz genauso. Wenn nun die Pizza kleiner wird, weil das angeblich gesünder sein soll, dann mache ich mir halt zwei Pizzen. Also ich sehe da den Vorteil nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ganz abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass eine Frau Klöckner oder generell kein Politiker sich irgendwie einzumischen hat, was auf meinem Teller landet. Also, nee, das kann ich schon ganz gut selbst entscheiden. Und es fiel in dieser Debatte der Satz, die Hersteller, die Firmen müssen freiwillig mitmachen. So, das schließt sich ein bisschen aus. Also müssen und freiwillig? Schwierig. Also so viel dazu. Ich weiß nicht, in welchem sozialistischen Seminar sie das gelernt hat, dass Fertigpizzen doch bitte jetzt irgendwie alle gleich groß oder beziehungsweise gleich klein sein müssen, weil das gesünder wäre. Also im Vorfeld der Wahl, gut, die Pizza hat da jetzt nur bedingt was mit zu tun, aber im Vorfeld der bayerischen Wahl sind so einige Hirngespinste durch die Gegend gegeistert. Also ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie begründen könnt, warum eine Pizza, wenn sie kleiner ist, gesünder ist. Das ist völliger Blödsinn, die Inhaltsstoffe sind die gleichen.
Sollte aber auch nur ein lustiger Beginn zum etwas ernsteren Thema sein. Ich wohne in Berlin, das wisst ihr mittlerweile. Ich habe die ganzen Wahlplakate in Bayern nie live gesehen. Ich habe das alles nur über Facebook mitbekommen, über Netzwerke, über Zeitungsberichte, habe aber einige von diesen Plakaten durchaus entdeckt und auch so mitbekommen, was da so drauf stand. Und eine schöne Sache ist mir aufgefallen, da hing oben an der Laterne unten an der Laterne ein AfD-Wahlplakat. Da stand drauf: Volksabstimmung, direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Ist, wie ich finde, eine sehr spannende Sache. Ich bin auch absolut nicht gegen Volksabstimmung. Und man könnte das jetzt so hinnehmen als guten Vorschlag. Was hat die SPD gemacht? Jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die SPD hat drüber ein Plakat gehangen mit einem Pfeil nach unten von wegen: Wählt irgendwie uns, um die AfD zu verhindern. So. Das Interessante daran war, dass eine Partei ja so ein richtig gutes Argument, einen richtig guten Punkt angebracht hat und die andere Partei, die ursprünglich mal eine große Volkspartei war, die ja auch ganz mal eine wichtige, eine gute Partei war, auch wenn man nicht auf ihrer Seite steht, hat als Argument nur noch in vielen Fällen: Ja, wir müssen die da bekämpfen und deswegen wählt doch bitte uns. Das ist einfach peinlich. Wir führen einen Wahlkampf, wo eine Partei, zumindest auf ihren Wahlplakaten, ich habe die Reden, die Wahlauftritte jetzt nicht so stark verfolgt. Ich gehe jetzt wirklich nur auf die Plakate. Eine Partei, also die AfD in dem Fall, bringt Punkte auf ihren Plakaten und was machen die anderen? Franz Josef Strauß hätte die AfD bekämpft, steht auf dem CSU-Wahlplakat. Okay, CSU, du hast dich vorher noch darüber aufgeregt, dass verstorbene Politiker instrumentalisiert werden auf Plakaten. Und was ist das da? Keine Instrumentalisierung? Okay. Ihr versteht so ein bisschen meine Intention dahinter. Und ich habe ehrlich gesagt in dem ganzen Wahlkampf auf Plakatebene, also das, was die Passanten im Vorbeigehen sehen, denn die meisten werden sich nicht unbedingt tiefgründig mit den Parteien auseinandersetzen, wenn sie die Plakate nicht ansprechend finden. Dafür sind die Plakate ja da. Die sollen Aufmerksamkeit generieren und den Leuten auch schon irgendwie Positionen mitteilen, wofür die Partei steht. Wenn nun aber zumindest drei der großen Mitbewerber irgendwie nur darauf abzielen, die anderen da zu bekämpfen, dann ist das ein bisschen dünn. Da kann das Wahlprogramm der Partei noch so gut sein, das interessiert halt einfach keinen, weil da geht es halt nur darum, den anderen Gegner da irgendwie zu verhindern. So, und eigentlich sind sowohl die CSU als auch die SPD und die Grünen sowieso die besten Wahlhelfer der AfD in dem Wahlkampf. Das ist zumindest meine Ansicht als Berliner, als Außenstehender. Was ich von der CSU ansonsten mitbekommen habe, ist ja der mehr oder weniger Ego-Trip von Söder. Ich weiß nicht, wofür Söder steht. Ich weiß allerdings, dass er mit Bavaria One ein Raumfahrtprogramm einführen will. Er möchte Bayern an die Spitze der Wissenschaft führen in Robotik, Raumfahrt, Wissenschaft. Hat sich selbst auf das Logo dieses Unternehmens gesetzt, was ich doch schon irgendwie interessant finde. Und von meinen bayerischen Freunden, die das noch ein bisschen hautnah mitbekommen, habe ich einen sehr, sehr coolen Facebook-Post gelesen. Da stand nämlich drin, ist glaube ich eine Woche her: Ich bin froh, dass die Wahl schon irgendwie nächste Woche ist. Wenn sie noch länger dauern würde, hätte ich Angst, dass Söder bei mir vor der Tür steht, klingelt und den Müll runterbringen will. Also offensichtlich ist das so ein Einschleimtrip. Und es scheint nun irgendwie weniger um Inhalte zu gehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wofür Söder steht. Ich habe das nicht ermitteln können, so als nicht ganz so stark involvierter Anwohner. Also es scheint einfach nur so zu sein: Ja, bitte wählt mich hier alle, sonst AfD und böse. Ich bin dann auch so ein bisschen durch unsere Facebook-Gruppen gescrollt. Also mit unsere Gruppen meine ich jetzt so die themenspezifischen Gruppen, mit denen ich ja auch so ein bisschen aktiv bin. Zum Beispiel unsere Waffenlobby. Die Gruppe ist natürlich, der Name Lobby ist mehr so ein bisschen scherzhaft gemeint. Wir haben ja keine Lobby. Aber es ist eben so eine Interessengruppe. Und da gab es auch ein paar Postings zur Wahl. Ist eigentlich nichts in der Sache, denn in unserer Lobbygruppe soll es um ja, Waffenrecht gehen, klar. Aber ab und an sickert auch mal ein bisschen Politik durch. So viel zur Lobby kurz. Die Gruppe ist öffentlich. Das heißt, wer da interessiert ist, kann da gern reinschnuppern. Das sind sehr spannende Sachen, sehr coole Diskussionen. Nur, dass ihr nicht denkt, dass da irgendwas im Verborgenen da, was weiß ich, getrieben wird, was keiner merken darf. Überhaupt nicht. Ihr seid alle eingeladen, in der Gruppe vorbeizuschauen, falls euch das interessiert. So, in der Gruppe gab es einen Post, hat auch ein relativ aktives Mitglied
kommentiert. Ich habe den Kontext leider nicht mehr so auf der Hand und meinte, jeder, der irgendwie die AfD wählt, ist schuld daran, dass die Grünen an die Macht kommen. Die gleiche Rhetorik habe ich bei der CSU auch gehört. Tino, die Gruppe heißt einfach nur Waffenlobby, also so ein bisschen scherzhaft mit einem Augenzwinkern. Wir sind die Waffenlobby. So, die gleiche Rhetorik von wegen, wenn ihr die AfD wählt, dann kriegt ihr Grünen, verwendet die CSU, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe das, glaube ich, auch von der SPD. Nee, die SPD will ja eben den Grünen koalieren. Aber auf CSU-Seite war das auf jeden Fall. Und das ist so ein kleines bisschen grotesk. Klar, wenn man nun so rechnet und schaut, wer da mit wem koaliert. Ja, okay, mit der AfD möchte gerade keiner koalieren. Das finde ich ja sowieso scheiße. Also das ist einfach undemokratisch. Das ergibt keinen Sinn. Auf der anderen Seite will man mit den Grünen-Anbietern, sowohl die CSU als auch die SPD, also die wollen da irgendwie alle rot-rot-grün, schwarz-grün machen. Die Grünen sind für mich ideologisch verblendet und warum die aktuell so in den Himmel gelobt werden, das erschließt sich mir nicht. Denn einerseits heißt es immer, die böse AfD ist nur populistisch und ja, die Grünen, Sex zwischen Geschwistern soll erlaubt werden. Okay, das ist Populismus in Reinform, also eigentlich in jeder Debatte. Thema Diesel, wo ist denn da irgendwo eine Wissenschaft dahinter? Die Grünen finden den Diesel jetzt böse, dass lange nachgewiesen ist, dass Elektroautos viel schädlicher fürs Klima sind und für die Umwelt sowieso, interessiert sie jetzt auch nicht so sehr. Also von Seiten der Grünen höre ich eigentlich nur Populismus. Mit den Grünen wollen sie alle koalieren, mit der AfD nicht. Interessant. Aber ich glaube, das muss ich euch nicht erklären, das wisst ihr alle selbst. Mir ging es im Prinzip in der Ausführung jetzt nur darum, dass es völlig in Ordnung ist, da mit irgendwelchen Grünen zu koalieren, die, wenn die Bayern ganz, ganz viel Pech haben, sogar den Innenminister stellen, beziehungsweise die Innenministerin, denn die haben ja als Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Ich weiß nicht, ob ihr Katharina Schulze kennt. Ich habe das erste Mal vor ungefähr einer Woche von ihr gehört. Und ich habe mir ein, zwei Videos von Frau Schulze angeschaut und auf mich wirkt sie unecht. Also in allem, was sie tut, sie ist übertrieben gekünstelt, sie ist so irgendwie Schauspielniveau, 5. Klasse Theater AG. Ich habe ein Video von ihr gesehen, da ging es wohl irgendwie um Seenotrettung und da ging es die ganze Zeit nur so, ach ja, also das ganze Video lang und das war so unangenehm. Dann hat sie irgendwie versucht, Kunstpausen zu machen. Das ist ihr aber auch nicht gelungen, weil ihre Kunstpause gefühlt eine halbe Sekunde lang war. Und in ihrer ganzen Rhetorik ist sie einfach nur fake. Also das klingt jetzt hart, aber so wirkt sie auf mich. Ich kann die Frau nicht ernst nehmen und ich sehe da auch keine Substanz dahinter. Ich habe vorhin auf ihrer offiziellen Facebook-Seite, wo sie 10.000 Gefällt-mir-Angaben hat, wo die herkommen, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen, gesehen, dass Bento wohl einen Artikel über sie geschrieben hat mit der Headline, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Also schauspielen kann sie schon mal nicht so gescheit, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Und ihre Reden an sich finde ich jetzt auch nicht ganz so gescheit, muss ich gestehen. Ich kenne sie als Person nicht, sie kann durchaus Talent besitzen, ich weiß es nicht, ich will das jetzt auch gar nicht beurteilen, aber das, was ich gesehen habe, ging gar nicht. Und wenn man sie sich als Innenministerin vorstellt, dann kommt mir so ein bisschen das kalte Grauen. Da gibt es von Rainer Wendt ein sehr berühmtes Zitat, was ich absolut auf den Punkt finde. Rainer Wendt hat vor einer Weile, vor ein, zwei Wochen geschrieben, ja, man kann den Grünen die innere Sicherheit anvertrauen, aber dann ist sie eben weg, die innere Sicherheit. Das trifft's. Spiegelt sich auch darin wieder, dass Frau Katharina Schulz, die bayerische Grenzpolizei abschaffen will. Weil in ihrer Fantasiewelt braucht man das ja nicht, weil alle haben sich lieb und alle sind da irgendwie, tanzen ums Lagerfeuer und fassen sich da an und klatschen und tanzen ihren Namen, ich weiß es nicht. Und eine bayerische Grenzpolizei braucht man nicht. So, dass Bayern ja nun geografisch doch einige Außengrenzen aufweist, die vielleicht auch ein bisschen kontrolliert werden sollten, scheint bei ihr noch nicht angekommen zu sein. Wundert mich allerdings nicht, denn die Grünen sind ja nun munter mitmarschiert in München, als massivst gegen die Polizei demonstriert und auch teilweise auch massivst gehetzt wurde gegen die Polizei. Da war die SPD dabei, da waren die Linken sowieso dabei, da waren die Grünen dabei. Und da hat sich im Nachgang keiner von gewaltbereiten Linken distanziert. Das ist da irgendwie nicht erforderlich. Das muss nur die AfD machen, wenn Pegida dabei ist.
Also ich habe da keine Rufe gehört von wegen Grüne, hey, distanziert euch mal bitte. Das war völlig legitim, dass die Grünen da mit gewaltbereiten Antifa-Gruppierungen laufen. Völlig egal. Ist halt so. Freie Welt, alle sind glücklich. Und ja, diese Frau, die der Polizei nicht unbedingt zugeneigt ist, möchte gern die Abschaffung der bayerischen Grenzpolizei. So, bevor wir mit Frau Schulz weitermachen, ein kleiner Einwurf, was heute in Berlin los war. Ist jetzt nicht Bayern, ich weiß, aber wir hatten heute in Berlin eine Großdemonstration, unteilbar oder untrennbar. Es sollen wohl 150.000 Leute auf der Straße gewesen sein. Meine Informationen waren 40.000. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich habe noch keine Luftbilder gesehen. Ich halte 150.000 für hochgegriffen, aber das wird sich zeigen, wenn dann verlässliche Quellen da sind. Haben wohl auch irgendwie 4.500 Organisationen zu aufgerufen, dass da heute bitte alle hingehen sollen und so weiter. Und das Motto dieser Demonstration war, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich vergesse das andauernd, Freiheit und Sicherheit irgendwie in einer offenen Welt. So, wenn man das jetzt mal so ein bisschen wieder auf Bayern bezieht, sollte man erstmal schauen, wo kommt denn Sicherheit her? Beziehungsweise, was ist Sicherheit für uns? Heißt Sicherheit jetzt, dass man zu Hause nicht von der Leiter fällt? Oder heißt Sicherheit, dass man irgendwie organisiertes Verbrechen bekämpft, beziehungsweise keine Probleme mit organisierten Verbrechen hat, dass man den Schwarzmarkt irgendwie reguliert, also auf Waffenrecht bezogen? Oder dass man schaut, dass der öffentliche Raum vielleicht sicher ist? Das hat habe ich jetzt von Seiten der Demonstration nicht so nachverfolgen können. Ich glaube, das wurde auch gar nicht genauer spezifiziert. Auf jeden Fall war das eine Motto, ja, Sicherheit und eine offene Welt. Wenn wir jetzt einen Bogen zum Thema Waffenrecht schlagen, also Freiheit, Thema Waffenrecht, das finden die Grünen ja schon mal nicht ganz so gut, denn da heißt es ja immer, Waffen in Privathaushalten, nee. Wenn dann Zentrallagerung und wenn dann auch nur mit irgendwie, was weiß ich, was die sich da für Überwachungsmechanismen vorstellen. Und wenn man sie dann so leicht darauf hinweist, ja, hey, Freiheit, eigentlich sollte ich selbst entscheiden können, was ich mir kaufe und wo ich das lagere. Wie ich das lagere, klar, da muss ein Tresor hin, das muss sicher sein, da müssen wir gar nicht diskutieren. Aber die Entscheidung, ob ich mir Waffen zulege für den Sport oder zur Jagd oder zum Sammeln, das ist meine. Thema Freiheit. Und da hat sich so ein Grünling da auch nicht unbedingt reinzuhängen. Und es führt sich eben selbst so ein bisschen ad absurdum. Einerseits heißt es, wir sind für Freiheit. Dann komme ich aber und sage, hey, nee, ich möchte gern Waffen zum Sport haben, mag die zu Hause haben. Sagt der Grüne, Sicherheit. So, dann gehe ich hin und sage, ja, Leute, okay, Sicherheit, verstehe ich. So, wo kommen denn die illegalen Waffen her? Südosteuropa? Schwarzmarkt? Schmuggelwege kommen meistens über die Grenze nach Deutschland hinein, wäre doch sinnvoll, die Grenzen zu kontrollieren, um sowas möglichst einzudämmen. Kommt der Grüne? Na, 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 la, la, la. Was? Also, das kommt da überhaupt nicht an, dass es vielleicht durchaus sinnvoll wäre, eine Grenzpolizei zu haben, die Grenzübergänge kontrolliert. Klar, das Schwarzmarkt-Schmuggelgeschichten, da rutscht vieles durch, das kann man nicht zu 100% abfangen. Aber man kann es zumindest versuchen. Und gerade auch im Hinblick darauf, dass ja nun Europa ein wichtiges Transitland ist und dass ja auch bei den französischen Terroristen Waffen gefunden wurden, die durch Deutschland transportiert wurden, die teilweise ja aus Balkangebiet kamen, sollte man schon überlegen, ob man nun zum Dreh- und Angelpunkt des internationalen Terrorismus werden möchte, indem man eben alles kreuz und quer durchfahren lässt, ohne da mal nachzuschauen, oder ob man versuchen will, das möglichst so gut es geht einzudämmen. Und ich halte die Abschaffung der Grenzpolizei für den absolut falschen Weg. Also nicht nur von Seiten illegale Übertritte, weil das Problem haben wir in Bayern ja auch noch, mal mehr, mal weniger stark, sondern auch vor allem im Hinblick auf illegalen Waffenhandel. Denn einerseits hetzen die Grünen wundervoll gegen ein liberales Waffenrecht, sie hetzen gegen jeden legalen Waffenbesitzer, das sind alles böse, verkappte Terroristen, ich weiß es nicht. Und am liebsten hätten sie überhaupt keine Waffen mehr irgendwo, weil Waffen sind ja per se böse. Andererseits haben sie gar kein Problem damit, dass die kreuz und quer durchs Land transportiert werden, weil die Polizei soll ja nicht kontrollieren. Passt nicht zusammen. Dazu hatte ich mir auch noch ein paar weitere Notizen gemacht. Jetzt muss ich selber schauen, was ich schon hatte.
Ja, um mal ein bisschen von dem Waffenthema wegzukommen, ich weiß, das ist eigentlich so eins der Hauptthemen, aber ihr seid da wahrscheinlich fast alle genauso informiert wie ich und seht das wahrscheinlich ähnlich. Finn schreibt gerade, die Grünen stehen auf Messer und Macheten. Ja, das ist ja auch noch so eine Sache. Also Schusswaffen sind ganz, ganz schlimm und böse, aber die meisten Überfälle, die meisten schweren Körperverletzungen aktuell werden mit Messern begangen und die kann man sich im Supermarkt kaufen und das ist in Ordnung. Dann kommt hier häufiger mal so ein Spaß von wegen Waffenverbotszonen in besonderen, in bestimmten Bahnhöfen. Hatten wir in Berlin ja eins, zweimal. Wird halt auch nicht damit, also wird nicht so weit gedacht, dass man ja vielleicht auch mal guckt, dass das den Kriminellen in der Regel wenig interessiert. So, der Kriminelle liest, okay, Waffenverbotszone, ja, dann gehe ich halt zum anderen Bahnhof. Der normale Bürger, der nichts Böses will, der einfach nur heimfahren will, der sitzt nun im Zug, hat eine panische Angst, weil er Schiss hat, dass er sein Pfefferspray irgendwie ihm Ärger bereitet. Er traut sich damit seinem Pfefferspray nicht zum Bahnhof und lässt das vielleicht zu Hause, hat dann selber den ganzen Abend Angst und fürchtet sich einfach, was falsch zu machen. Obwohl er überhaupt keinen Grund dazu hat. Also das ist eine Kriminalisierung von rechtstreuen normalen Menschen. Handwerker, die nach Hause fahren, können ihren Werkzeugkoffer nicht mitnehmen, weil da ein Schraubenzieher drin ist und der ganze Spaß und zur Sicherheit beiträgt das nun gar nichts. Aber die Grünen feiern irgendwie Waffenverbotszonen und denken, das wäre ein riesengroßer Sicherheitsgewinn. Das ist alles so ein ganz kleines bisschen seltsam. Joel fragt mich, wie ein Diskurs mit mit den Grünen und mir aussieht. Können wir gerne mal machen, aber ich kenne halt keinen Grünen, der mit mir redet. Also wenn ihr einen Grünen für mich habt, der mit mir diskutiert, gern her damit. Ich habe die Grünen bisher nur als laut empfunden, als häufig sehr unangenehm, wenn ich mir Herrn Hofreiters Geschrei angucke und als nicht unbedingt diskursfähig, denn meistens ist es ja nun so, dass Angebote in Richtung der Grünen erfolgen Diskussionsangebote. Auf Veranstaltungen werden auch mal Vertreter eingeladen, aber oft ist es ja so, da will ja keiner reden. Ich habe ein paar Livestreams von Veranstaltungen gesehen, von Demonstrationen, wo Leute, ich weiß nicht, teilweise war das irgendwie Pressevertreter oder irgendwie YouTuber, teilweise auch AfD-Vertreter, die versucht haben, Dialog zu führen. Sind mit Kamera und Mikrofon über eine Veranstaltung gelaufen, fragten ja, redet ihr mit uns? Oder was ist dann euer Problem mit unserer Veranstaltung? Was habt ihr denn für Argumente und so? Und da kam in der Regel nicht sonderlich viel. Da erinnere ich mich an einen ganz besonderen Livestream, den fand ich sehr, sehr gut. Ich habe leider den Namen von dem Mann vergessen, aber der macht das grandios. Der ist durch einen kleinen Ort gelaufen, wo die AfD irgendeinen Themenabend hatte. Und natürlich wurde davor protestiert, das kennt man ja. Irgendwie der Bürgermeister der Stadt war da und der Landtagsabgeordnete NRW ist es, glaube ich, ihr kennt das bestimmt, ist durch die Massen gelaufen und hat den Bürgermeister gefragt, ob er nicht reinkommen will zur Veranstaltung, sich das mal anschauen. Bürgermeister so, nö. Der Abgeordnete wieder, ja, aber dann wissen Sie ja gar nicht, wogegen Sie demonstrieren. Er so, doch. Abgeordneter, ja, wollen Sie es mir sagen? Bürgermeister, nö, das muss ich nicht. Also, das muss man tatsächlich selber sehen. Das ist so absurd, das kann man sich nicht ausdenken. Ich hatte gestern eine super schöne Situation in der S-Bahn. Das war Realsatire vom Feinsten. Ich habe da ja einen kleinen Post dazu geschrieben. Einige von euch haben den gelesen. Ich saß zur besten Hauptverkehrszeit in der Ringbahn. Berlin-Ringbahn kennt ihr, die immer im Kreis fährt, außenrum. Und hatte gegenüber von mir eine klassische Vertreterin der links-grünen Richtung, also konnte man optisch sehr einfach identifizieren, hatte gewisse Merkmale, die dort verstärkt vorkommen. Und neben ihr war ein dunkelhäutiger Mann, so vom Typ, sieht sympathisch aus, macht einen netten Eindruck, hat akzentfrei gesprochen. Also war jetzt keiner von wegen Alpha Kevin aus irgendwo, also schon angenehmer Zeitgenosse. So, die beiden haben sich unterhalten. Dann ging es darum, er hat, glaube ich, ja, er war das. Er hat gesagt, dass es mit einer gemeinsamen Freundin manchmal ein bisschen schwierig ist, über Politik zu diskutieren, weil bei ihr ist ja einfach immer nur so, ja, offene Grenzen sind toll, die AfD ist scheiße und alle Welt ist lieb, hat er gesagt. Sie daraufhin, ja, die AfD ist ja auch scheiße. Dann greift er an, und das habe ich wirklich so gefeiert. Ich hätte ihm am liebsten wirklich da irgendwie
beigepflichtet oder so, aber ich habe es mich ehrlich gesagt vor dieser Tante da nicht getraut, denn das musste in der vollen S-Bahn nicht unbedingt sein. Er haut raus, naja, eigentlich nicht. Also wenn man sich das Programm mal anschaut, wenn man sich die Position anschaut von der AfD, dann ist da schon viel Vernünftiges dabei. Sie komplett perplex, also wirklich so, hat einen Moment gedauert, dann meinte sie, naja, ist ja bei jeder Partei so. Also so richtig schnippisch. Und ich habe echt nur gedacht, ja, 100 Punkte, ich mag dich, du bist cool. Und das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich weiß, viele von euch werden mir das jetzt nicht glauben, aber es war so. Das sage ich unter Eid so aus. Das ist unglaublich. Und das sind so die Momente, wo ich einfach nur denke, Berlin, ich liebe dich. Da wurde eine dieser klassischen ideologisch verblendeten Tanten von jetzt auf gleich von ihrem eigenen Freund sowas von auf den Boden der Tatsachen geholt, das war köstlich. Ich habe danach unter meinem Post gelesen, dass wohl einige andere auch die Erfahrung gemacht haben, das mitbekommen haben, was ich gestern gesehen habe und es sind einfach schön so Beobachtungen. Also es ist absolut unterstützenswert, solche Leute. Ich hätte auch super gern noch ein bisschen diskutiert, aber ich musste dann auch aussteigen und ich wollte mich da auch nicht einmischen. Thomas fragt, war es Serge? Spricht man das so aus? Ich weiß nicht, wer das war. Also sah aus wie ganz normale Berliner Studenten, vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen älter als ich. Also war jetzt niemand, den ich irgendwie aus Fernsehen oder Medien oder so kannte. Das erschien mir tatsächlich wie ganz normale Leute. Und das war ja auch das Schöne daran. Ich weiß nicht, ob eine der beiden Personen nun irgendwas Politisches macht. Bei ihr kann ich mir das vorstellen. Er war eher so der Typ, weiß, ja, so richtig gemütlich, freundlich, nett. Also, ich glaube, kein Politiker. Ich gucke mal kurz durch eure Kommentare, weil da einiges kommt. Serge Menga. Ich kenne den Namen, aber ich habe. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich habe ein scheußliches Namensgedächtnis. Ich vergesse andauernd irgendwelche Namen, obwohl ich die Leute schon 100 Mal gesehen habe und so. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich sowas nicht direkt zuordnen kann. Das passiert mir echt häufiger. Ich habe auch bis gestern noch andauernd überlegt, ob die Frau Klöckner nun Klöckner oder Klöckler heißt und so. Das ist absolut kein böser Wille, aber ich komme mit Namen einfach nicht klar. Ich weiß, dass ich schon mal gehört habe, aber ich kann es gerade echt nicht zuordnen. Wer ist denn Roland? Ich scroll noch mal kurz durch, also wundert euch nicht. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich will nur lesen, was ihr geschrieben habt, so an Anmerkungen. Wer ist denn Roland? Jetzt habe ich schon zum zweiten Mal Roland gelesen. Mir wurde vorgeschlagen, mit Claudia Roth zu diskutieren. Das würde ich super gern machen. Da habe ich auch ein sehr schönes Video gesehen. Da ging es darum, dass Claudia Roth, ich weiß gar nicht, mit wem sie diskutiert hat. Das habe ich wirklich leider nicht auf dem Schirm. Kann sein, dass das jemand von der AfD war, aber ich bin mir echt nicht sicher. Auf jeden Fall ging es eben darum, dass die AfD ja gegen das Grundgesetz wäre, sagte Frau Roth. So, hat der Gegenpart, der die Gegenmeinung vertreten hat, das Grundgesetz, ich glaube sogar dabei gehabt, hat einen Artikel rausgesucht und meinte, Frau Roth, das steht im Grundgesetz, was ich sage. Schauen Sie doch mal. Sie so, nee, kann nicht sein. Geht nicht. Er so, doch, lesen Sie, da steht's, gucken Sie. Und sie so, ja, nee, auf gar keinen Fall. Und man muss ja nun bedenken, dass Claudia Roth auch ja schon eine ganze Weile in der Politik aktiv ist, hat ja auch eine gewisse Stellung in ihrer Partei. Und sollte eigentlich mit dem Grundgesetz vertraut sein. Und dass dann sowas dabei rauskommt, dass sie sich so zum Affen macht. Nee. nee, es war nicht Meuthen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe das Video gestern gesehen, aber ich merke mir sowas häufiger nicht. Hier schreibt gerade, Wolfgang schreibt, Serge Menga muss man kennen. Es sagt mir auch was, aber ich kann es halt echt nicht zuordnen. Also ich denke, wenn ich ihn sehe, dann erkenne ich ihn auch. Die Roth ist länger bei RTL aktiv. Also ich könnte mir Claudia Roth in einigen einschlägigen RTL-Sendungen vorstellen, ja. In politischen Talkshows allerdings hat sie bisher noch nicht
ganz so die gute Figur gemacht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich vor einigen Jahren mal ein Video gesehen habe, wo sie mir wirklich leid getan hat. Nur so als kleiner Einwurf, ich mag Frau Roth nicht sonderlich gern, aber sie wurde vor bestimmt 5, 6 Jahre her mal von Verstehen Sie Spaß verarscht. Da ging es darum, dass sie eine Rede gehalten hat, irgendwie einen Themenabend veranstaltet hat, einen Vortrag irgendwie, worüber auch immer, halten wollte und der ganze Vortrag an sich gefaked war. Die Veranstaltung war von Verstehen Sie Spaß ins Leben gerufen, das Publikum kam von Verstehen Sie Spaß und das hat damit angefangen, dass Frau Roth schon mal zu spät zum Vortrag kam, hat natürlich auch, wurde auch alles manipuliert und sie kam dann so in den Raum ganz abgehetzt, da tat sie mir schon so ein bisschen leid und hat sich bei allen 100-mal entschuldigt, dass es überhaupt nicht ihrer Art ist, dass sie sonst immer pünktlich ist. Sie haben ihr die falsche Uhrzeit mitgeteilt. Sie hat irgendwie gedacht, es geht 19 Uhr los, aber das Publikum da meinte, es wäre 18 Uhr. Die saßen dann da schon eine Stunde, dann kam Frau Roth und komplett verwirrt. Es ging die ganze Zeit so weiter. Dann ist die Hälfte des Publikums mitten im Vortrag aufgestanden, gegangen. Dann haben sie da irgendwie reingequatscht und Frau Roth stand vorne am Pult total verwirrt. Also wirklich so absolut perplex. Und das ging bestimmt, weiß nicht, 10 Minuten lang, wo man gesehen hat, wie Frau Roth einfach nur vollkommen fertig versucht, da irgendwie ihren Vortrag zu halten. Und am Ende waren da noch eine Handvoll Leute da, also von einem kompletten Saal mit bestimmt 40, 50, 60 Stühlen waren irgendwie noch 4 oder 5 Leute da. Und sie meinte dann am Ende, ja, dann können wir eigentlich auch aufhören. Und in der Situation hat sie mir echt leid getan. Axel schreibt, der, den ich suche, war Roger Beckkamp. Genau, das ist der, der immer durch die Reihen läuft und fragt, ja. Der macht einiges an Videos, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie mal was Lustiges sehen wollt. Der ist echt. Ich finde ihn, wie er das macht, genial. Ich weiß nicht, wie er, was er von seiner Politik her macht, das habe ich mir noch nicht so ganz genau angeschaut, aber von seiner Art her mag ich ihn. Der ist lustig, der ist offen, der will diskutieren, der bietet Dialoge an und kriegt halt selten Antwort drauf. Ansonsten eine Sache nochmal, um auf das Thema Bayern zurückzukommen, Ingolstadt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es geistern ja immer so ein paar kleine Wahlskandale durch eigentlich jede größere Wahl. In Ingolstadt ging es mal wieder um die Briefwahlunterlagen, denn da sind rund 700 Briefwahlunterlagen verschwunden und mittlerweile für ungültig erklärt worden. Offizielle Begründung ist natürlich, die Post hat geschlampt. Kann man so hinstellen. Post sagt, sie weiß davon nichts und es gibt kein Fehlverhalten auf ihrer Seite. Ist so ein Punkt, wo man sich überlegen sollte, okay, was könnte damit passiert sein? Wie gesagt, ich will niemandem irgendwas unterstellen. Ich will da auch nicht irgendwelche Verschwörungen ins Leben rufen. Keine Ahnung. Nur so viel für euch zur Info. Da sind 700 Briefwahlunterlagen verschwunden in Ingolstadt und es gab ja nun auch zuvor schon gewisse Unregelmäßigkeiten in der Briefwahl. Würde mich also nicht wundern, wenn das damit zusammenhängt. Mittlerweile wurden die Unterlagen wohl ersetzt. Die Leute, die betroffen waren, durften neue anfordern, mussten da wohl aussagen, dass die Unterlagen irgendwie abhanden gekommen sind. Das Ganze hat wohl noch eine Nachbargemeinde betroffen. Da waren das allerdings nur eine Handvoll Leute, irgendwie im kleinen einstelligen oder zweistelligen Bereich. War nicht ganz so massiv. Ist insofern für mich wichtig, weil das Thema Wahlbeobachter dadurch natürlich spannend wird. Für die, die nicht wissen, was das ist, theoretisch hat jeder die Möglichkeit, in dem Wahllokal in seiner Umgebung die Wahlauszählung zu beaufsichtigen. Da muss man sich, soweit ich weiß, auch gar nicht für anmelden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, da kann man einfach so hingehen am Wahlabend und sagen, man möchte über die Schulter schauen bei der Auszählung. Noch besser wäre natürlich Wahlhelfer, denn da ist man die ganze Zeit eingebunden, zählt mit aus und solche Geschichten. Aber ich glaube, dafür muss man sich anmelden und das dürfte mittlerweile auch zu spät sein. Aber als Wahlbeobachter kann da jeder hingehen. Würde ich auch empfehlen, wenn ihr die Chance, die Möglichkeit, die Zeit dafür habt. Denn wir wissen alle, dass in diesem Wahlkampf nicht unbedingt alle mit fairen Mitteln arbeiten und es durchaus Personenkreise gibt, denen ich persönlich es zutraue, dass es zu Unregelmäßigkeiten kommen kann, also bewusst zu Unregelmäßigkeiten kommen kann. Und von daher kann es nicht schaden, wenn man da doch einfach mal daneben steht und guckt, ob da auch richtig ausgezählt wird. Das ist das gute Recht von jedem. Demokratie ist offen. Und dadurch kann man natürlich vorbeugen, dass da irgendwie eine Handvoll Wahlzettel verschwindet, was wohl auch alles schon vorgekommen sein soll. Wie gesagt, Spekulation, ich war nicht dabei.
Ich habe es nur gehört, dass da wohl häufiger in der Vergangenheit irgendwelche Sachen vorgefallen sind und es deshalb sinnvoll ist, wenn jeder, der die Chance hat, da ein bisschen guckt. Das Ganze ist natürlich auch parteienunabhängig, denn sowohl die Grünen haben den fairen Wahlkampf verdient wie auch die AfD. Ich glaube, das seht ihr genauso. Demokratie, jede Stimme zählt, jede Stimme soll zählen. Und ob da nun bei der AfD Stimmen weggeschmuggelt werden oder bei der CSU oder bei den Linken oder bei den Grünen, das ist alles gleich scheiße, um das mal so auszudrücken. Das darf nicht passieren. Und von daher kann man nur appellieren, guckt da über die Schulter, seid fair und schaut, dass da eben nicht manipuliert wird. Ich soll ein kurzes Statement zur NRA und zu Trump geben. Wenn ich das sage, das wird kurz, dann rede ich morgen noch. An sich finde ich super, dass die Amerikaner es geschafft haben, eine Interessenvertretung aufzubauen, die auch eine gewisse Größe hat. Denn wir in Deutschland haben das Problem, wir haben super engagierte Einzelpersonen, die das in ihrer Freizeit machen. Ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine, den Marc Schieferdecker mit Let's Shoot. Wir haben Katja Triebel, die super tolle Aufsätze schreibt, die ganzen Statistiken aus dem englischsprachigen Bereich übersetzt, auswertet und das zur Verfügung stellt. Wir haben Oliver Huber, der sehr massiv Öffentlichkeitsarbeit macht. Wir haben noch eine Handvoll andere. Wir haben Ron Siderius, der bei YouTube sehr viel macht. Aber wir haben im Prinzip keine richtige Dachorganisation, die entsprechend koordiniert. Das finde ich sehr schade. Mir wird ja ganz oft vorgeworfen, ich würde von der Waffenlobby bezahlt. So, Problem ist, wer ist denn die Waffenlobby und wer davon soll mich bezahlen? Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Ist ein Märchen, mich bezahlt keine Waffenlobby. Ich mache das auch in meiner Freizeit. Nur zum Thema NRA, ich finde es echt gut, dass es da Strukturen gibt, wo man auch offiziell Mitglied werden kann und das Ganze unterstützen kann. Natürlich hat das auch wieder ein paar Nachteile, denn das ist ja nun ein Riesenapparat, wo der Einzelne vielleicht nicht mehr ganz so die Mitarbeitsmöglichkeiten hat wie hier bei uns. Denn hier macht jeder seins und wir haben zwar die GAA, ist eine coole Sache, ist aber mehr so ein, ja, ein lockerer Interessenverband, der Informationen zur Verfügung stellt. Markus schreibt, wir brauchen eine GAA. Wir haben eine GAA. Das wissen viele leider nicht, weil die GAA relativ unbekannt ist. Guckt da gerne mal auf die Seite, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber auf der GAA-Seite findet man super viele, super spannende Informationen zum Thema Waffenrecht in Deutschland. Also nicht nur Deutschland, auch bundesweit. Also auch europaweit und international. Und wie gesagt, von Katja Driebel ganz, ganz tolle Aufsätze zu allen möglichen Statistiken. Da werden Zahlen analysiert bis ins Kleinste. Das ist teilweise sehr fachspezifisch, aber es lohnt sich. Und wenn ich Informationen suche, dann gucke ich meistens bei der GAA als erstes. Das Gute daran ist, viele werden jetzt denken, oh, GAA, böse Lobby und so. Das Gute ist, dass zumindest Katja alle Quellen verlinkt. Das kommt natürlich immer auf den Autor an, das werden sicher nicht alle machen, aber in der Regel ist es auf der GAA-Seite so, man sieht, wo die Informationen herkommen, man kann die selber nachprüfen und das finde ich sehr, sehr wichtig. Man kann sich bei der GAA auch anmelden, allerdings nur für den Newsletter. Das heißt, wenn ihr euch registriert auf der Seite, bekommt ihr die Informationen, aber das ist nicht so, dass ihr da irgendwie stimmberechtigt seid oder irgendwas entscheiden könnt wie bei der GAA, weil das ist, wie bei der NRA, denn das ist in Deutschland einfach aktuell noch nicht so. Es gibt noch eine Handvoll andere Initiativen, Prolegal zum Beispiel oder Firearms United oder, oh Gott, was haben wir denn noch? Im restlichen Europa gibt es noch ein paar mehr, aber wir haben im Prinzip keine große Dachorganisation. Das finde ich schade. Also so viel zum Thema NRA. Zum Thema Trump. Ich würde weder sagen, dass er jetzt der Heilige in Person ist, noch würde ich ihn verteufeln. Man hört ja in den Medien in Deutschland meistens nur, dass er ganz, ganz böse ist und irgendwie nichts gebacken bekommt. Und da ist es eine Riesenschlagzeile, wenn er Klopapier am Schuh hat, aber über seine Politik hört man hier eher weniger. Wenn ich mir dann so ein bisschen Berichte aus Amerika anschaue, ist das etwas anders. Ich habe gelesen, ich kann es nicht prüfen. Also das ist jetzt eine Information, die man mit Vorsicht genießen sollte, denn ich kann sie nicht verifizieren. Aber da hat irgendwie ein Reporter in Chicago, glaube ich, ein YouTube, irgendwas relativ großer Kanal, Passanten befragt, warum sie gegen Donald Trump sind. Das war auch irgendwie auf einer Veranstaltung oder so. Einer dieser Passanten, also einen hat er sich da so rausgegriffen, so der klassische Linke, meinte so von wegen, ja, er ist ja ein Rassist und was weiß ich, alle nicht einheimische Amerikaner dürfen nicht arbeiten und so und hat halt die klassischen Parolen rausgehauen. Dann kommt der Journalist, der YouTuber und meint, nein,
Seit Donald Trump an der Macht ist, ist die Arbeitslosenquote von Zugewanderten oder von Dunkelhäutigen sogar in Chicago auf dem tiefsten Stand seit jeher. Wie gesagt, ich kann es nicht verifizieren. Ich kann es mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber so viel dazu. Ich würde mir da wünschen, dass da einfach ein bisschen mehr auf seine Politik eingegangen wird. Denn ich habe auch mitbekommen, dass er wohl einer der wenigen Präsidenten ist, die schon einiges aus ihrem Wahlprogramm, einige Wahlversprechen umgesetzt haben. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man einem Barack Obama einen Friedensnobelpreis verleiht, der aber, wie viele Kriege waren es? 7 oder 9 insgesamt angefangen hat? Aber einen Donald Trump, der bisher noch keinen Krieg angefangen hat, den stellt man irgendwie als Antichrist dar, der so ganz, ganz böse ist und die Welt ins Chaos stürzt. Da ist so ein bisschen Missverhältnis zwischen Realität und Berichterstattung. Also, ich kann dazu ihm als Politiker leider aufgrund der einseitigen Berichterstattung wenig sagen, weil ich mich auch noch nicht so fest mit ihm befasst habe, noch nicht so tiefgehend. Finn fragt, was ich von Krav Maga halte, finde ich gut. Ich selber kenne nur einige wenige Sachen. Liegt einfach daran, dass ich ja so ein bisschen Taekwondo-Fan bin. Also einfach, weil ich die asiatische Kultur gut finde. Ich mag die Taekwondo-Philosophie. Ich mag das Formenlaufen sehr gern. Ich finde Krav Maga super spannend. Ich würde es echt gern machen. Aber es ist einerseits natürlich ein Geldproblem, das ist sauteuer, der Unterricht, und andererseits auch ein Zeitproblem. Aber wer die Möglichkeit hat, macht das auf jeden Fall. Ich habe es mir auch vorgenommen. Ich werde da definitiv weiter reinschauen. Generell würde ich immer sagen, dass jeder Kampfsport oder noch weitergegriffen jeder Sport eine sehr gute Sache ist. Kommt halt drauf an, was man damit machen will. Ich habe heute einen sehr spannenden Artikel zum Thema Messerangriffe gelesen. Ging es darum, dass irgendwie wieder ein Polizeivertreter offiziell davor gewarnt hat, dass man sich gegen Messerangriffe eigentlich so gut wie gar nicht zur Wehr setzen kann. Also, dass Messerangriffe immer saugefährlich sind und man nach Möglichkeit Land gewinnen sollte. Ist ein absolut richtiges Statement, also kann man nichts gegen sagen, stimmt zu 100%. Ist halt ein bisschen schade, dass das oft nicht unbedingt so sehr thematisiert wird. Denn viele sind der Meinung, da kommt einer mit dem Messer und dann kommt Jackie Chan aus dem Busch und kickt den weg. Das funktioniert so aber nicht. Von daher sollte man da so ein bisschen realistisch bleiben und schauen, ja, Kampfsport ist toll, aber gegen einen Messerangriff im Zweifel, wenn es irgendwie möglich ist, weglaufen. Das ist auch das, was ich eigentlich von jedem meiner bisherigen Trainer gehört habe. Wenn einer mit dem Messer angreift, dann geh Land gewinnen, sofern machbar. Und man sollte sich da tatsächlich nur im alleräußersten Notfall irgendwie ranbewegen. Also wenn man jetzt an der Mauer steht und alle Fluchtwege weg sind, dann geht's nicht anders, ist klar. Dann sollte man schauen, dass man da irgendwie rauskommt. Aber wenn man die Wahl hat, immer weg. Ralf schreibt gerade, Trump wird hier als Rechtspopulist bezeichnet. Ja, logisch. Hier wird jeder als Rechtspopulist bezeichnet, der nicht den Grünen angehört oder nicht linke Meinung vertritt. Ich weiß es nicht. Also theoretisch müsste man, wenn man konsequent wäre, ja auch Sarah Wagenknecht als Rechtspopulist bezeichnen, weil sie realistisch ist in vielen Fällen. Thema Sarah Wagenknecht. Ich finde sie tatsächlich interessant und ich mag sie auch ein Stück weit. Ich vertrete ihre Meinung nicht immer, weil sie ja doch Kommunistin durchweg ist. Da habe ich nichts mit zu tun. Aber wie sie agiert, was sie an Argumenten bringt, wie sie insgesamt auftritt, das ist eine tolle Sache. Also da müsste es mehr von geben. Und ich finde, dass Sarah Wagenknecht leider an der falschen Partei ist. Gut, von ihrer Ideologie, von ihrem Weltbild passt das. Sie ist eben Kommunistin, das darf sie auch sein. Das macht sie auch ganz offen. Sie war ja auch vorher bei der MLPD, glaube ich, die ja doch sehr, sehr kommunistisch ist. Aber so von ihrer Weltanschauung ist sie sehr realistisch. Und da wäre sie zum Beispiel bei der SPD vielleicht sehr, sehr gut aufgehoben. Auch insofern, dass sie von den Linken ja mehr oder weniger selbst rausgemobbt wird. Da habe ich auch noch eine schöne Geschichte aus Berlin. Hat jetzt auch wieder nichts mit Bayern zu tun, ich weiß. Ist aber interessant und einerseits ein bisschen bezeichnend und auch ein Stück weit lustig. Wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg einen grünen Stadtrat, der diese ganzen Hausbesetzungsgeschichten befürwortet. Er ist ein Verteidiger dieser Hausbesetzer, er will da für die irgendwie eintreten.
hat wohl auch schon irgendwie ein paar Häuser da mit seinem Bezirk gekauft, die irgendwie an Investoren gehen sollten und ist da sehr engagiert beim Thema ja, soziales Wohnen und so. Dieser grünen Stadtrat hat eine Veranstaltung geplant. Irgendwie anwesend knapp 30, knapp 40 Leute, 16 davon gewaltbereite Linke, die ihnen Schläge angedroht haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Ein wirklich Grüner durch und durch, der sich einsetzt, der wohl auch relativ lange schon aktiv im Stadtrat ist. Ich persönlich kenne ihn jetzt auch nicht weiter. Das heißt, ich kann auch nur sagen, was ich gelesen habe. Aber er ist wohl schon sehr lange aktiv und sehr engagiert und muss sich von seinen eigenen Leuten, in Anführungszeichen, von den Leuten, die er verteidigt, da bedrohen lassen. Also das ist einfach nur, es ist einerseits traurig, andererseits ist es köstlich, weil es so absurd ist. Die wissen selber nicht, was sie wollen. Also, nee. Und da haben sie einen Fürsprecher und was machen sie? Sie bedrohen diesen Fürsprecher. Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann. QL schreibt, 16 Schreckschuss CSKA sollte reichen. Ich habe den vorherigen Kommentar leider nicht gesehen. Ach hier, Wolfgang hat geschrieben, gegen einen Messerangriff hilft nur ein noch größeres, längeres und schärferes Messer. Das bringt dir nichts, wenn der andere schneller ist. Und auch wenn du den anderen vielleicht zuerst abwehren kannst mit deinem Messer, dann also ich würde mich nie auf irgendeinen Zweikampf mit Messer einlassen. Das solltet ihr auch nicht tun. Und ja, 16 Schuss CS-Pfeffer oder Platzpatronen können hilfreich sein, aber die sind hilfreich zum Weglaufen. Die helfen euch, um Zeit zu gewinnen, um Hilfe zu rufen. Aber die helfen euch nicht, um den Angreifer irgendwie K.O. zu bekommen, wenn er tatsächlich schon im Agieren ist. Und da sollte man auch ein bisschen schauen, dass das nicht überschätzt wird. Also oberstes Ziel sollte immer sein, ihn mit dem Verteidigungsmittel der Wahl, ich bin ja auch ein Verfechter von Schreckschuss und Gaspistolen, aber ich weiß ganz genau, dass ich da nicht in irgendeine Duellsituation gehen sollte. Wenn notwendig, dann ziehe ich die Waffe, dann schieße ich und dann haue ich ab. Denn in dem Moment habe ich vielleicht die Möglichkeit, aus einer unangenehmen Fluchtsituation rauszugehen und mir einen Fluchtweg zu schaffen. Und nur weil ich irgendwie die Pistole in der Hand habe, bin ich noch lange nicht schneller als der. Es gibt da auch eine sehr interessante, ich weiß gar nicht, ob das eine Studie ist, aber so der Richtwert ist ab 8 Metern Entfernung, also jetzt auf scharfe Waffen bezogen. Angenommen, Polizist hat eine Pistole, Angreifer ein Messer. Ab 8 Meter Entfernung ist man wohl in der Regel nicht mehr in der Lage, die Pistole schnell genug zu ziehen und zu schießen, bevor der andere da ist. Also deshalb immer Rückwärtsgang einlegen, weglaufen und wenn nötig aus der Bewegung herausschießen. Aber sich nun darauf zu verlassen, dass man da irgendwie noch 3 Meter Distanz hat und da seine Pistole, das bringt einem gar nichts. Der andere ist im Zweifel schneller, der kann schneller angreifen und dann ist es dumm gelaufen. Ja, die Armlänge Abstand halten, Lothar. Da habe ich ein sehr schönes Bild gesehen, was auch bei Facebook rumging. Eine Armlänge plus ein, ich glaube, irgendwie ein AR-15 noch dran, so die verlängerte Armlänge. Ist ein Scherz, na klar. Es läuft keiner mit dem AR draußen rum. Hier in Deutschland nicht. In der Schweiz kann das passieren. Und da stürzt kein, also weniger. Und nein, Thomas, gegen Messerangriffe hilft keine Armlängeabstand. Denn in der Regel bleibt ja der Angreifer mit seinem Messer nicht stehen und fuchtelt rum, der kommt ja durchaus auf uns zu. Und sobald diese Person auf uns zukommt, sollten wir schauen, dass wir da irgendwie Rückwärtsgang und weg. Daniel schreibt, wen setzt man unter Druck? Moment, ich muss mal gucken, wem du da geantwortet hast. Du hast Konrad geantwortet. Was sagt Konrad? Ach so, Thema SED. Jeder, der studieren wollte, musste Mitglied werden. Und Frau Wagenknecht wurde unter Druck gesetzt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Thema DDR und so. Ich weiß nicht, ob sie da nicht auch so ein bisschen freiwillig Mitglied war. Ich will ihr jetzt nichts unterstellen. Ich kenne sie privat nicht. Ich kenne ihre privaten Ansichten nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie da auch nicht unbedingt so traurig drüber war, dass sie das machen musste damals. Klar, es kann sein, dass sie es wirklich nur gemacht hat, um studieren zu können, will ich nicht beurteilen. Aber wenn man sich ihre Laufbahn anschaut, ist es naheliegend, dass sie da doch so ein bisschen Interesse dran hatte. Das heißt nicht, dass sie die SED-Methoden irgendwie gut heißen wollte,
Finn schreibt gerade, Wagenknecht war nicht DDR-konform. Kann sein. Also wie gesagt, ich kenne Frau Wagenknecht ehrlich gesagt nicht so tiefgehend. Ist eine Sache, wo ich Nachholbedarf habe, definitiv. Da wisst ihr wahrscheinlich mehr als ich. Ich kenne sie im Prinzip nur aus der jüngeren Vergangenheit. Ich habe das erste Mal mich mit ihr beschäftigt, 2012. Da hatte sie eine Vorlesung, also einen Vortrag an meiner Uni. Und da habe ich im Prinzip auch nur mitbekommen, was sie in dem Moment eben vertreten hat für Positionen. Aber ob sie nun DDR-konform war oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich scroll noch mal ganz schnell durch eure Kommentare, denn Thema Bayern sind wir eigentlich auch schon durch und ich will auch nicht die ganze Zeit nur irgendwie Monolog führen. Ich will euch halt mal so ein bisschen einbinden, denn die letzten Male habe ich ja eigentlich nur mit mir selber geredet und das ist doch auf Dauer ein bisschen ungünstig. Da kommt gerade noch eine Frage von Markus: Pistole oder Revolver zur Verteidigung? 22er, 38er oder mehr? Also generell Pistole oder Revolver ist Geschmackssache. Ich finde Pistole praktischer, weil das Magazin größer ist, man hat mehr Schuss. Ich finde es handlicher und ich bin auch der Meinung, dass man es besser versteckt tragen kann, weil viele Revolver sind relativ schwer. Ich finde sie relativ schwer im Vergleich zu Pistolen. Und für mich liegt ein Revolver auch schwieriger in der Hand. Also das ist persönliche Sache. Revolver hat insofern auch einen Vorteil, dass er oft, nicht immer, zuverlässiger ist. Aber man hat halt eine Trommel mit 6 Schuss. Wenn die weg sind, dann sind die weg. Magazinwechsel ist nicht. Gut, Magazinwechsel ist jetzt in der Fluchtsituation generell ein bisschen doof. Also Flucht aus gegenwärtig rechtswidrigen Angriff. Also da muss man eben schauen, was man selber haben will. Ich persönlich würde immer sagen, Pistole, Automatik 9 mm. Alles, was kleiner ist, 6 mm, 8 mm, habe ich gelesen und auch in irgendwelchen Tests gesehen, dass es da wohl oft nicht so den gewünschten Effekt gibt. Also, dass es da häufiger von der Wirkung her weitaus schlechter ist als die gleiche Munition in 9 mm. Ansonsten, welche Schreckschusspistole man nun bevorzugt, ob man eine Zuraki haben will oder ein weiter Modell oder keine Ahnung, reine Geschmackssache. Jedes Modell hat irgendwo Vor- und Nachteile. P99 ist relativ groß, P22 ist kleiner, P22Q hat irgendwelche Zerlegebügelfehler, ausgebesserte und so weiter. Also, ich würde sagen, geht in den Laden, schaut euch das an, guckt, womit ihr klarkommt, was euch gefällt. Schaut, dass ihr ein passendes Holster dazu findet. Aber das allgemeine Rezept für alle gibt es da, glaube ich, nicht. An sich bin ich ja auch normalen Selbstverteidigungskursen nicht unbedingt abgeneigt. Also ich finde, dass man einen Mix aus allem am Ende haben sollte in der als Bandbreite, als Auswahlmöglichkeit und dass man dann möglichst viele Situationen abdecken können sollte. Und jede Situation ist anders. In einer geschlossenen U-Bahn kann man keine Gaspatronen verschießen, beziehungsweise keine CS-Patronen. Das wird sehr unangenehm. In der geschlossenen U-Bahn hat man aber auch die Möglichkeit der Notbremse und fremde Leute mit einbinden, Hilfe alarmieren und so, eher als zum Beispiel irgendwo im Wald, wo dann die CS-Patrone wieder helfen könnte oder das Pfefferspray. Also das lässt sich nicht pauschalisieren. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Schlusssatz, wenn ihr morgen zur Wahl geht, was ihr hoffentlich tut, dann macht das vernünftig. Also bitte macht keine Stimmen ungültig oder so, weil das hilft am Ende keinem. Überlegt euch, wen ihr wählen wollt, wo ihr dahinter steht. Und nehmt euch die Zeit, bleibt als Wahlhelfer und schaut, dass da alles mit rechten Dingen abläuft. Ich bin aufs Ergebnis gespannt. Ich hoffe, dass Grün nicht gewinnt, denn wenn Grün da an die Macht kommt, dann viel Spaß die nächsten Jahre. Thema Dieselfahrverbote in Berlin. Ja, in Berlin ist das Weltklima ein anderes, als es in Leipzig ist oder in Warschau oder in Paris, keine Ahnung. Also wenn hier in Berlin keine Diesel mehr fahren dürfen, dann retten wir die Welt. Ja. Zumal die meisten Messstationen, habe ich auch wieder gelesen, ich habe es selber nicht nachgeprüft, die meisten Messstationen wohl zu mehr als 50% natürlichen Feinstaub messen, der überhaupt nichts mit Autos zu tun hat. Also inwiefern die Messergebnisse da irgendwie aussagekräftig sind, sei auch mal dahingestellt. So, jetzt aber erstmal wirklich Schluss. Ich wünsche euch noch einen super schönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder. Und ich werde da mal so ein Thema vorbereiten, was ein bisschen komplexer ist. Ansonsten beobachtet morgen die Wahl, habt viel Spaß beim Verfolgen der Wahlergebnisse und ihr könnt gern mal unten eure Tipps abgeben, wie es morgen aussieht. Ich finde das echt spannend. Denn wenn ich sehe, dass die Grünen bei teilweise 16% gehypt werden, dann mache ich mir da schon so ein paar Gedanken, inwiefern das nun tatsächlich morgen so sein wird.
Ich würde mir wünschen, dass die Grünen nicht über 10 kommen, aber wir werden sehen. So, bis dann.